So, auf geht's. Moin. Lassen wir das einfach mal zum Vlog Nummer 2 werden. In der Hoffnung, dass ich da, wo wir jetzt hinfahren oder da, wo ich jetzt hinfahre, auch filmen darf. Meisterschnorrer mal wieder unterwegs. Eben gucken, ob was kommt. Wunderbar. Diesmal allerdings nicht ganz so weit. Das letzte Mal bin ich an der Kehrgerade gefahren und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat sich im Sand verlaufen. Da kam dann irgendwann eine E-Mail, in der es dann hieß, nein, wir machen jetzt erstmal keine Ausstellungen mehr, hast du Pech gehabt? Okay, dann habe ich halt Pech gehabt, ist mir auch egal. So, aber kommen wir nun zum anderen Thema. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, das andere Let's Play geht nicht weiter, Punkt. So, einfach aus dem Grund, weil die letzten Videos, die ich gemacht habe, die letzten vier, da habe ich jetzt innerhalb von 3 Monaten, glaube ich, 30 Klicks oder so drauf und, ach nö, lass mal, da muss nicht sein. Dementsprechend kann ich mich jetzt umso mehr anderen Sachen widmen, wie zum Beispiel meine Affinität zu Lego. Und dann sind wir auch schon wieder beim Thema. Wir fahren heute nach Mettmann. Denn in Mettmann macht jetzt nach über einem Jahr Pause der Fix & Bricks wieder auf. Das ist ein Second-Hand-Shop, der bis letztes Jahr halt immer wieder mal halt an den Wochenenden auf hatte, wo man halt wirklich für bombastisch gute Preise eine Auswahl hatte. Wahnsinn, also die Auswahl bei dem ist echt der Hammer. So, und jetzt ist er dann, hat dann halt letztes Jahr im Juni oder Juli hatte er das letzte Mal aufgehabt. Da hieß es dann von wegen, ja, ich mache das hier nicht mehr mit dem Laden, ich mache nur noch Bricklink. Fand ich persönlich sehr schade, weil ganz einfach, man hat in solchen Läden, boah, super Satzbau, fängt schon gut an, man hat in solchen Läden halt wirklich den Vorteil, nicht nur, dass man halt viele Teile bekommt, günstig Teile bekommt, vor allem ältere Teile bekommt, bla bla bla, Sülz, ist alles schön und gut. Was mich persönlich an solchen Läden halt, oder was ich persönlich an solchen Läden halt viel, viel schöner finde, ist ganz einfach die Tatsache, du findest da immer jemanden zum Quatschen. Du triffst da Leute zum Fachsimpeln, wenn du Fragen hast oder Tipps brauchst, die findest du dann halt immer in solchen Läden. Und dafür ist das eigentlich ganz schön. Man hat dann halt auch immer so eine gewisse, nennen wir es einfach mal Community-Pflege. Und als dann vor 2 Monaten, hieß, ja, am 15. Juli macht der Fix & Bricks wieder auf, an neuer Adresse, mehr Auswahl, größerer Verkaufsraum, da habe ich natürlich alles daran gesetzt, dass ich dann für heute, für den 15. Juli 2017, dass ich für den Tag halt Urlaub bekomme. Und da stehen wir nun. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu einem Kumpel, den nehme ich mit. Auch ein Kollege bei uns aus dem Forum. Und dann schauen wir mal, ob ich nachher in Mettmann auch ein bisschen filmen darf. Wäre natürlich geil. Mache ich ja vielleicht auch noch ein paar Fotos. Wäre echt cool. Weil solche Läden, ganz ehrlich, die sind rar gesät. Es gibt da wirklich nicht viele von. Und da ist es natürlich umso schöner, dass gerade so einer wie der Fix & Bricks, dass gerade so einer wiederkommt. Wir haben noch einen anderen Second-Hand-Shop, wo ich ganz gerne mal hinfahre. Da war ich jetzt aber auch schon länger nicht mehr. Und zwar ist der in Duisburg-Neumühl. Der nennt sich Bausteineladen. Ist auch im Internet zu finden unter bausteineladen.de. Da findet man die Öffnungszeiten. Da findet man eigentlich auch immer was. Die haben natürlich auch sehr gute Preise, sonst wäre ich noch nicht so oft da gewesen. Bei denen habe ich auch schon, ich weiß nicht, wie viele Euro gelassen. Also ist schon, manchmal lohnt sich das wirklich, in solche Läden zu gehen. Ja, so, ich melde mich später nochmal, wenn ich da bin. Ja, und dann schauen wir mal, ob ich da filmen darf. Bis später, ciao.
diverse Steine. So, so viel Zeug. Vollkommene Reizüberflutung. So, Quatsch. Hier schaut man auf die Beute. So, da ist der Tag schon wieder rum. Ich bin vom Fix & Bricks zurück. Habe jetzt gerade den Kollegen abgesetzt. Warte jetzt hier an der roten Ampel und fahre jetzt nach Hause. Schön war's. Gelohnt hat sich das. Preise super, Auswahl sehr gut. Auch wenn halt viele Kisten, in denen man gerne gestöbert hätte, die waren halt anderweitig belegt. Okay, da macht man halt nichts dran. Aber insgesamt muss ich doch sagen, habe ich für mich was gefunden. Ich habe für diverse Kollegen, für die ich was mitbringen sollte, habe ich gefunden. Und vor allem natürlich auch für meine Tochter. Was ich alles gefunden habe, reden wir nicht drüber, geht keinem was an. Und ja, das macht nichts. Preiskategorien in dem Laden, die sind so aufgestellt, der hat 3 Euro, 5 Euro, 6 Euro, 8 Euro. Die Preise, die gelten jeweils pro 100 Gramm. Das heißt, so Standardteile in den Standardfarben, also rot, schwarz, die lagen, glaube ich, bei wenn mich nicht alles täuscht, bei 5 Euro pro 100 Gramm. Dann etwas besonderere Farben, so wie Tannen oder halt dunkelgrün und so, da lag man dann bei zwischen 6 und 8 Euro pro 100 Gramm. Wenn ich das alles richtig überblicken konnte, weil war einfach die schiere Menge da. Man hat, egal wo man geguckt hat, man hat immer irgendwas Interessantes gefunden. Wir reden hier vom Lagerverkauf, ungefähr 4 Tonnen Lego, die da rumflogen. Und von dem, was er dann halt über Bricklink verkauft, das ist dann halt eine gesonderte Fläche. Da reden wir dann auch nochmal von circa 3,8 Tonnen. Also da liegt richtig Menge. Da liegt richtig, richtig Menge. Und ja, das lohnt sich einfach. Ne? Also wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen, jeder, der Lego-Fan ist und Teile braucht und nicht allzu weit weg wohnt, also ich denke mal so für einen Umkreis von 100 Kilometern wird sich das auf jeden Fall lohnen, da mal hinzufahren. Und je mehr Geld man in der Tasche hat und je mehr Zeit man mitbringt, desto mehr kommt man dann natürlich dann da auf seine Kosten. Öffnungszeiten sind immer jeder erste und dritte Samstag im Monat. Und da dann immer von 10 bis 17 Uhr. Ja, also ist leicht zu merken. Der hat jetzt nächste Woche auf, dann das nächste Mal am 5. August und dann ab da halt alle 2 Wochen. Ja, also sprich, 5. August ist der erste Samstag im August und dann halt 2 Wochen später. Ihr versteht, was ich meine. Von dem, was ich jetzt so geholt habe, war in Ordnung von den Preisen her. Habe auf jeden Fall bei den Teilen, wo man halt den Preis pro Stück bezahlt, habe ich auf jeden Fall erheblich weniger bezahlt oder bezahlen müssen, als die Preise bei Bricklink, geschweige denn natürlich eBay, weil eBay ist ja generell extrem teuer. Habe ich auf jeden Fall weniger zahlen müssen als bei Bricklink und das macht schon einiges aus. Also wenn man dann überlegt, dass bei Bricklink auch noch Versandkosten dazukommen, ist das schon ordentlich. Ich habe jetzt hin und zurück sind für mich ungefähr 150 Kilometer. Nee, weniger. 100 Kilometer ungefähr. Und ja, das lohnt sich. Also kann man definitiv öfter hinfahren. Eben weil man halt immer fündig wird. Na, ich hatte ein paar Listen dabei. Ein bisschen was habe ich durchsuchen können bei halt bei Kisten, die dann etwas weniger frequentiert waren. Ja. Ich kann nur sagen, ich bin voll zufrieden und ich hoffe, dass sich meine Tochter über die Teile, die ich ihr mitgebracht habe, dass sie sich da genauso drüber freut.
Da sind ein paar Sachen dabei, die sind identisch. Die habe ich dann einmal für meine Tochter geholt, einmal für mich. Und dass sie sich ja genauso drüber freut wie ich. Ja. So, ich fahre jetzt noch mal ein bisschen einkaufen, ein paar Lebensmittel. Ja, und dann kann man nachher dann schön mal zu essen machen. Abschließend bleibt mir nur zu sagen, ich soll euch alle ganz, ganz lieb grüßen vom Stefan. Und wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen, fahrt hin. Es lohnt sich. Es lohnt sich sowas von. Ja. Ihr könnt auch hingehen und dann mal einplanen, vielleicht mal ein Wochenende hier in die Gegend zu kommen. Für die, die etwas weiter weg wohnen. Einfach um sich dann mal wirklich dort in diesem Laden mal richtig mit Lego einzudecken. Das geht. Die Steine, die sind weitestgehend alle gebraucht. Hat ein paar neue Steine dabei, bis Neuware dabei. Die Gebrauchtsteine, die sind, ich sag mal, zu 97%, 98% sind die wirklich sehr, sehr gut erhalten. Die Steine, wo Aufkleber drauf sind, die sind auch okay. Solange natürlich, man hat immer mal Aufkleber dabei, die so ein bisschen, ein kleines bisschen schief aufgeklebt sind. Mein Gott, das bleibt nie aus. Also durch die Bank weg gute Qualität. Und vor allem hat man dann von den Einzelsteinen in manchen Kisten wirklich so viele drin, dass man da halt wirklich die freie Auswahl hat. Farbenmäßig war so ziemlich alles vertreten. Also gibt wirklich nur ganz, ganz wenige Farben, die man da halt nicht bekommt. Und ich kann eigentlich nur sagen, jederzeit wieder. Ja. An dieser Stelle möchte ich dann auch noch mal ganz, ganz liebe Grüße an den Stefan ausrichten. Lieber Stefan, danke, dass du wieder... Lieber Stefan, danke, dass du wieder da bist. Hast echt gefehlt. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Meisterschnorrer, der sich jetzt schon darauf freut, das Gesicht von seiner Tochter zu sehen. Bis denn dann. Ciao.